Hi, ich bin's wieder. Heute mal hier oben an meinem Schminktisch und nicht unten in meinem Wohnzimmer. Und ihr hattet ja abgestimmt und es hat ganz, ganz knapp der Primark-Haul gewonnen, also der Fashion-Einkauf. Und als nächstes, also nach diesem Video, werde ich auch direkt das Favoriten-Video abdrehen. Dafür habt ihr nämlich am zweitmeisten gestimmt. Aber ja, ich war ja im Primark Gelsenkirchen. Ich will vorab noch ein bisschen was zu Primark sagen für die Leute, die sich darunter nichts vorstellen können. Es wird ja sehr viel darüber hier geredet auf YouTube und ich hatte auch keine hohen Erwartungen an Primark. Primark, das gibt es glaube ich nur 2-3 Mal in Deutschland, Gelsenkirchen, Frankfurt, und das wird jetzt auch morgen oder übermorgen irgendwo oder heute, ich weiß ja nicht, wann ich es hochladen werde, noch irgendwo anders in Bonn oder so eröffnet, glaube ich. Ich bin mir da nicht so sicher. Ihr könnt ja unten drunter schreiben, wo es überall Primark gibt. Ich weiß nur ganz sicher von Gelsenkirchen und Frankfurt. Und es ist, ihr müsst euch das vorstellen, es ist ein sehr, sehr großer Billigklamottenladen. Das ist Primark. Also so ähnlich wie TK Maxx, nur dass im Primark keine Marken verkauft werden, sondern sehr günstige Ware. Und es ist auch viel größer als TK Maxx und es gibt dort nur Klamotten und auch ein paar Wohnaccessoires. Jo, in Gelsenkirchen, da gibt es zwei große Abteilungen mit Frauenklamotten und nur eine halbe mit Männerklamotten, wollte ich auch noch dazu sagen. Wie gesagt, ich hatte nicht hohe Erwartungen. Es ist jetzt kein Schickimicki-Laden und ich habe jetzt auch nicht wirklich viel gefunden. Aber meine Freundin, die sich total darauf gefreut hat, die hat gar nichts gefunden. Also sie war sehr enttäuscht, weil auch es sehr, sehr durcheinander da war und extrem voll und totales Chaos und Riesenschlangen. Und die Körbe, mit denen man die Klamotten rumträgt, die waren auch ziemlich löchrig und versifft teilweise schon. Ja, ich kann halt nur von dem Primark reden, wo ich jetzt war. Aber da ich ja keine großen Erwartungen hatte und auch nicht so ein Anti-Wühltisch-Mensch bin, konnte ich da ganz gut drin rumstöbern im Primark. Und ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Ich glaube, ich fange mit meinem Outfit an, muss aber die Kamera dafür ein bisschen hierhin schwenken, damit ihr es auch sehen könnt, was ich trage. Also, ich habe mir zuerst bei Primark dieses weiße Tanktop geholt. Das ist aber ein sehr transparentes. Ich nenne das ganz liebevoll Stofffetzen. Ich habe auch ein anderes mit langen Ärmeln davon. Das habe ich aber nicht von Primark, sondern von Zara. Das hat gekostet, ich glaube, 8 Euro. Ich glaube, ja. Das ist ein bisschen zerrissen, die Kürzung, deswegen kann ich es nicht ganz lesen. Ja, 8 Euro hat das, meine ich, gekostet. Übrigens, die Preise waren nicht so günstig, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Ich dachte, ich kriege da jetzt Tanktops für 2-3 Euro, aber das war da so nicht der Fall, leider. Ja, das habe ich mir geholt. Darunter trage ich so einen Stretch-Spaghetti-Trägertop von H&M. Das hat 4,95 Euro gekostet. Dann habe ich mir mit Primark noch diesen Kimono-mäßigen, Kaschmir-mäßigen Cardigan geholt. Der hat so Fledermausärmel, ist ganz bequem, hat einen ganz weichen, leichten, transparenten, beigen Stoff. Fand ich ganz schön für 11 Euro, glaube ich, genau. Und die zwei Sachen habe ich halt von Primark, das Tanktop und diesen Überwurf sozusagen, so sieht es von hinten aus, ist also auch so asymmetrisch geschnitten. Und dazu trage ich noch Shorts, also ist natürlich ein Outfit nur für warmes Wetter, wie es aber derzeit Gott sei Dank der Fall ist, juhu. Und ja, Shorts von H&M, die habe ich letztes Jahr gekauft und ja, die Kette habe ich von Forever 21 aus dem Ausland. Und den Armschmuck habe ich auch von H&M, das war zusammen in einem Set, die ganzen, diese vier Armbänder, Armreifen. Ja, das ist mein Primark H&M Outfit und weiter geht's. Dann habe ich noch mehr Sachen gekauft bei Primark. Jetzt rutsche ich wieder nach rechts. Und zwar ein Kleid. Das werdet ihr jetzt, wenn ich es euch so in der Hand zeige, nicht gut erkennen. Aber ich blende euch hier rechts mal ein Foto dazu ein, wie ich das trage. Und das sieht so aus. Ist auch aus einem ganz leichten Stoff und hat auch so sehr breite Ärmel, ist hier an den Ärmeln auch transparent und in der Mitte hat es noch einen Stoff drunter, sodass es blickdicht ist und ist halt in so schönen Streifen und ist so eine Cremefarbe, sorry. Jo, und hat auch so ein schwarzes Band dabei gehabt, was man zubinden kann. Und das hat gekostet 19 Euro. Aber ich habe das gleiche, nur ohne Ärmel, schon mal bei Zara oder bei Mango gesehen für 99 Euro. Da hat mir es auch sehr gut gefallen, aber es war mir dann zu teuer. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich das gleiche bei, oder fast das gleiche bei Primark finde. Für nur 19 Euro fand ich sehr gut, sehr schön. Ist auch sehr bequem und
halt schön luftig locker für den Sommer oder Frühling. Und was habe ich mir noch geholt? Dann nur nicht so besondere Sachen. Oh, jetzt habe ich was vergessen. So ein Jumpsuit, Schlafanzug. Den hole ich mal eben. Moment. So, da bin ich wieder. Hier so ein Schlafanzug-Jumpsuit habe ich mir geholt. Ganz süß in Blau. Das gab es auch in Pink. Mit kurzen Shorts unten dran. Hier oben so mit Rüschen. 6 Euro hat dieser Jumpsuit gekostet, der sich im Primark Playsuit nennt. Und hat auch so Taschen, wofür man die auch immer braucht beim Schlafen. So, dann habe ich mir noch so Schlafanzug-Shorts geholt. Die gab es im Zweier-Set. Ich kann ja wieder in die Mitte rutschen, ne? Jetzt spinnt das Licht wieder ein bisschen. Moment. Sieht irgendwie golden aus. Ah, jetzt ist es wieder normal. So, Schlafanzug-Shorts gab es immer im Zweier-Set. Gab es verschiedene Paare mit verschiedenen Mustern. Ich habe mir jetzt die hier geholt. Hat gekostet 5 Euro, glaube ich. Jo, 2 Shorts, 5 Euro. Zum Schliepen. So, dann habe ich mir noch gekauft Flipflops, weil ich im Sommer immer gerne Flipflops trage, weil die schön bequem sind und zu vielen sommerlichen Outfits passen und am liebsten natürlich in Schwarz, weil man den Dreck dann nicht so sieht. Also die kann man ganz lange tragen und die haben gekostet 3 Euro, meine ich. Jo, 3 Euro. Es gab verschiedene, es gab auch so Gummi-Flipflops. Für 2 Euro, meine ich, war das. Aber die sehen jetzt noch ein bisschen besser aus. So, das sind die Sachen, die ich für mich gekauft habe. Dann habe ich noch Geschenkpapier gekauft. Alu-Geschenkpapier für 1,50 Euro. Und für meinen Freund habe ich dann auch noch 2 T-Shirts gekauft. Einmal dieses T-Shirt, das fand ich total cool. Er steht ja auch so auf Graffiti-Kunst. Und deswegen habe ich ihm dieses Shirt auch noch geholt in der Primark Männerabteilung. Ist jetzt total zerknickt, weil ich habe das jetzt frisch gewaschen und es kommt gerade ungebügelt aus der Wäsche. Jo, mit dieser riesigen bunten Sprühdose drauf. Und das hat gekostet 6 Euro. Und das fand ich so cool vom Muster her, weil ich auch auf Hip-Hop stehe. Das habe ich mir auch geholt in L. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie ich das trage, weil ich habe es auch ausgeschnitten hier. So dass es so schräg über die Schulter hängt, zeige ich euch hier das Bild nochmal. Wie gesagt, ich habe mir das gleiche in L gekauft, fand ich total cool. So Annalena-Style, die Annalena von Germany's Next Topmodel. Ich mag ihren Kleidungsstil total gerne. So Oldschool Hip-Hop hat mich sehr inspiriert. Werde ich auch mal ein Outfit of the Day, denke ich, zu machen. So, und dann habe ich noch ein T-Shirt für meinen Freund mitgebracht. Dieses Hulk-T-Shirt. Kommt auch gerade ungebügelt aus der Wäsche. Jo, hat aber, glaube ich, ein bisschen mehr gekostet. Oder? Moment, ich muss gerade überlegen. Nee, ich glaube, das Shirt hat, Moment. Nee, das hier hat 8 Euro gekostet, das Graffiti-Shirt. Und das hier 6, das Hulk-Shirt. Ich meine, so rum wäre es gewesen, weil hier steht nur Fashion-T-Shirt drauf. Jo, die 2 Shirts habe ich für meinen Freund noch mitgebracht. Und ich glaube, das war es auch schon mit meinem Primark-Haul. Jo, das war's. So sieht die Tüte aus. Falls es überhaupt jemanden interessiert. Sehr interessant, sehr informativ. Ja, das war mein kleiner Fashion Haul. Mit 2 Fotos, glaube ich, tue ich hier rein. Und ja, sagt mir doch, was eure Meinung zu Primark ist. Ich denke, dass es viele enttäuschen wird. Die anderen werden es lieben. Die einen werden denken, oh toll, jetzt habe ich mehr erwartet. Wie gesagt, es gibt günstige Teile. Man sollte nichts gegen Wühltische haben wollen, weil der ganze Laden ist ein ziemlicher Wühltisch. Und ja, wer Schnäppchen gerne mag, der wird Primark, denke ich, gerne mögen. Aber ich glaube, so für alle anderen, die jetzt nicht in der Nähe von einem Primark wohnen, ihr habt da jetzt nicht so was Großes verpasst, meiner Meinung nach. Jo, und jetzt mache ich noch ein Face of the Day. Nagellack trage ich heute übrigens gar keinen. Ich schone meine Fingernägel gerade. Und auf den Lippen trage ich was ganz Günstiges. Nämlich diesen Catrice Nude Lippy. Der hier, das ist die Nummer 10 Be Natural. Und darüber trage ich von Essence den hier. Das ist der Stay With Me Lip Gloss in der Farbe My Favorite Milkshake. Und als Rouge trage ich das Nivea Chantal Thomas Rouge. Übrigens, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Jetzt haben mir manche von euch geschrieben zu meinem letzten Video, dass es im DM, wenn ihr Glück habt, dieses Rouge für 95 Cent nur gibt. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich eher im DM nachguckt. Aber jetzt habe ich mir ja schon 3 Backups für 5,50 Euro gekauft. Aber
Naja, habe ich Pech gehabt. Aber falls ihr Glück habt, dann findet ihr dieses Rouge bei euch im DM, vielleicht wahrscheinlich in irgendeiner Grabbelkiste für 95 Cent. Unbelievable. Ja. Ich trage aber auch Highlighter. Und zwar als Base. Der Stuhl knatscht voll. Als Base die Ico 3-in-1 Cream, weil ich ja keine Foundation trage und so Puder Rouge haftet immer ganz gut auf cremiger Basis. Deswegen tue ich immer erstmal Creme-Highlighter drauf auf den ganzen Wangenbereich. Dann habe ich das Rouge drauf und dann noch Puder. Highlighter von Dior, das Schimmerpuder in Amber Diamond. So schaut das aus, das kennen ja viele von euch bereits schon. Schweineteuer das Zeug, dann muss jeder selber wissen, ob sich das Geld dafür lohnt. Dann heute habe ich Fake-Wimpern drauf, weil ich ja nicht viele, also ich bin nicht mit vollen, langen Wimpern gesegnet, leider nicht. Dann noch einen dunklen Lidschatten von Dior auch, den habe ich auch mal geschenkt gekriegt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So ein grau-braun mit bronzigem Schimmer. Echt schöne Farbe. Dann habe ich in der Lidfalte noch braunen, matten Lidschatten. Meine Augenbrauen habe ich auch mit dunkelbraunen, matten Lidschatten ausgefüllt. Und zwar mit diesen von Bobbi Brown. Ihr müsst jetzt nicht den von Bobbi Brown haben. Es gibt ja von jeder Marke dunkelbraunen, matten Lidschatten. Den habe ich auch zum Konturieren benutzt. Und was noch? Ja, das war's. Hier Augenbrauen-Highlight habe ich auch dieses Amber Diamond Schimmerpuder verwendet und inneres Highlight auch dafür. Und ich glaube, das war's. Ja, Concealer, genau, ich kann ja gerade eine Mini-Review machen. Ich habe jetzt ja den jetzt öfter benutzt, den Amazing Cosmetics Concealer. Und ich kann euch sagen, jetzt im Vergleich zu dem Bobbi Brown Corrector und Concealer, ich finde diese Kombi schlägt diesen Amazing Cosmetics Concealer für mich, weil das deckt immer noch stärker dunkle Augenringe ab als der Amazing Cosmetics Concealer, meiner Meinung nach. Ich finde, der ist halt einfach zu flüssig, um komplett zu decken. Also der deckt schon gut, aber ich finde, die Bobbi Brown Concealer, also in dieser Kombination, ja, dismissed Amazing Cosmetics. Und ich glaube, das war es jetzt an dieser Stelle. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.